Swiss Roots. Mein Name ist Steve Suter, geboren am 17. März 1912 in New York, bekannt als Schlagzeuger und Sänger. Meine Vorfahren stammen aus der Schweiz. Stevie versucht einfach mit ein paar wunderbaren Mythen, die er uns über die Schweiz erzählt, zu beweisen, dass das beste Land der Welt ist. Meine Herkunft ist mir sehr wichtig. Ich habe von meinen Schweizer Vorfahren Eigenschaften geerbt, auf die ich wirklich stolz bin. Und natürlich lasse ich es am 1. August so richtig krachen. Everybody came from somewhere. Everybody came from somewhere to this town. Some called somewhere Heimat. Großvater came from Heimat, Oyster Town. Meine Mutter, Lili Goles, war Französin, geboren in der Hafenstadt Oran in Französisch-Algerien. Von meiner Mutter habe ich die Liebe zur Musik geerbt. Alles, was sie später in die USA mitbrachte, waren gesungene Erinnerungen und getanzte Sehnsüchte. Oh, Mikri Francesa Saga. Fängt etwa mit 14 Jahren auf Pfannen und Pfannendeckel rumzuhauen, weil... Ich träumte davon, als Schlagzeuger in einer Band zu spielen. Später begann ich professionell als Schlagzeuger zu spielen, Leute. Mit meinem präzisen Rhythmus, eben gehört, und meiner diplomatischen, ausgleichenden Schweizer Art fand ich Anschluss bei einem Pool von Musikern, die für die verschiedensten Einwanderergruppen in der Stadt aufspielten. Es folgen unbeschwerte Zeiten für den Stevie und er als Tausendsassa an den Drums spielt für die verschiedenen Ethnien, ob jüdisches, armenisches, irisches, libanesisches, griechisches, whatever you want, Orchester. Und meistens an der Sonnenseite vom Leben, an Hochzeiten und Jubiläen, seltener auch mal an einer Abdankung. Wie so manches Begräbnis endet auch dieses hier in einem Besäufnis und wildem Tanz. Die anfängliche Anspannung der Hinterbliebenen, ihre Trauer um den Verlust ihres Patriarchen, wichen dem Gefühl, dass man ja selber gerade noch mal davongekommen war. Der Sensemann hatte nahe genug zugepackt. Grund genug, das Leben zu feiern, solange noch möglich. Opa! Mitten in dieser unbeschwerten Zeit passierte die Katastrophe. Mein Vater wurde auf offener Straße erschossen. Wir waren geschockt und sprachlos. Die Polizei verhörte uns und diskursierten die wildesten Gerüchte. Mein Vater, Tony Suter, sei ein in Ungnade gefallenes und darum abgetauchtes Mitglied der irischen Mafia gewesen. Der Irish Mob habe lange nach ihm gesucht und ihn schließlich aufgespürt. Ich konnte das alles nicht glauben. Mein Vater,
Ein Kind des ehrlichsten Volkes der Welt sollte ein krimineller Mafioso gewesen sein. Come on. Einer der Polizisten meinte lakonisch, Sie müssen wohl Ihre Familiengeschichte, was Ihren Vater betrifft, umschreiben. Er war wohl nicht der, für den Sie ihn hielten. Für einen Drummerman brechen turbulente Zeiten an. Er versucht, seinen Weg weiterzugehen, aber... Bei den Auftritten fühlte ich mich ausgebrannt und leer. Ich konnte mir das nicht erklären. War es der Tod meines Vaters oder die immer mehr zum Klamauk-Business verkommende Musikszene? Anfänglich ließ ich mir ja nichts anmerken, aber dieses Fehlen der ursprünglichen Spielfreude schockierte mich zutiefst. Ich tat, was alle Künstler in dieser Situation tun. Ich begann zu saufen. What's the use of getting sober when you got to get drunk again? What's the use of getting sober when you got to get drunk? In der Rebetiko-Szene findet Steve wieder eine Musikkultur und eine Lebenshaltung, die ihm wieder den Boden unter den Füßen geben. Thank you.
Sauter scheitert grossartig beim Versuch, sein Publikum mit Texten wie «Irgendwann sehen wir uns die Radieschen von unten an» zu begeistern. «Was war das denn?», fragt der Boss. «Willst du unsere Kundschaft in den kollektiven Selbstmord treiben?» Der starrte mich an, als wäre ich übergeschnappt. Die ganze Crew lachte über mich. Noch in derselben schlaflosen Nacht machte ich mir meine Gedanken und fasste einen Entschluss. Ich hatte die Nase voll von diesem ganzen Business, wo nur noch Yuppie-Doo und Show-Effekte gefragt waren. Ich plante meinen ganz persönlichen Abgang aus der Szene. Wenige Tage später spielte ich bei dem großen Louis Prima. Bei Sing 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 gibt es doch dieses Schlagzeug-Solo. Wie gemacht für meinen Abgang. Was allerdings dann geschah, hatte ich nicht eingeplant und wir wollen es Ihnen heute auch gar noch nicht verraten. Man ist nicht immer der, der man glaubt zu sein. Der Satz von unserem grossen Bandphilosoph und Sprücheklopfer Abi Schwarz kommt im Laufe der Geschichte noch eine tiefere Bedeutung über. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, non mare tale. Vom Steve, seinem ganz persönlichen Soundtrack für eine harmonische und friedliche Welt, haben wir jetzt noch nicht geredet. Und was im Brief von seiner Mutter, der Lily Goles, steht, werden wir erst ganz am Schluss von der Geschichte erfahren. All the parties and the weddings, the gaming.